everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht? Herzsprung zu diesem Video und heute habe ich mal ein komplett anderes Video und zwar zeige ich euch heute einen Glitch aus dem Spiel Rainbow Six Siege. Ihr seht zwar gerade im Hintergrund ein GTA Gameplay, aber es ist nur ein Rennen. Es hat nichts mit dem heutigen Glitch zu tun. Ich muss einfach mal ein bisschen was anderes machen, weil es in GTA einfach nichts mehr zu bieten gibt. Also GTA bietet auch nichts mehr. Es ist komplett tot in GTA. Deswegen seid mir nicht böse, heute kommt mal was von Rainbow Six Siege. Ist auf jeden Fall auch ein mega geiler Glitch an die Rainbow Six Siege Spieler. Das wird auf jeden Fall ziemlich nice. Es geht um die Elite Skins, wie man diese freischaltet. Ihr braucht einfach nur Safe Wizard und einen PC, der auch gut funktioniert. Und ja, bevor wir damit anfangen, muss ich mich jetzt erst einmal bei einer Person bedanken, die auf Stream 2 Euro rausgehauen hat und das ist die Vanni. Vanni, vielen, vielen Dank für deinen Support. Das, was du aktuell machst und in den letzten Monaten, ist wirklich nicht mal normal. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen bei deinem Support oder für deinem Support, besser gesagt. Und ja, ich will dann jetzt sagen, machen wir weiter. Ich erkläre euch jetzt nochmal kurz, was ihr alles braucht. Alles, was ihr braucht, ist halt Rainbow Six Siege. Dann braucht ihr Safe Wizard und ein PC. Und ein USB-Stick. Der USB-Stick muss jetzt nicht viel draufpassen. Mindestens 2-3 GB müssen da draufpassen. Und das war's auch schon. Ich würde dann jetzt aber erstmal sagen, springen wir jetzt erstmal rüber auf meinen PC. Wir sind dann nun an meinem Desktop angekommen. Was wir dann jetzt einfach machen müssen, ist Safe Wizard zu starten. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier einmal. Ja, ihr habt dann jetzt hier Safe Wizard. Wir müssen das jetzt einfach nur noch öffnen. Der USB-Stick von euch muss auch schon an eurem PC angeschlossen sein. Das habe ich jetzt auch schon gerade hier getan. Wir müssen dann jetzt einfach nur noch Safe Wizard starten und jede Meldung hier jetzt mit OK einfach annehmen. So, wir gehen dann jetzt hier auf unseren Ordner bzw. auf unseren Safe. Das sind jetzt bei mir zwei verschiedene, weil da einmal ich dabei bin und der Leon Valon. So, wir gehen dann jetzt hier drauf. Zack, auf Import, dann wählen wir hier das Safe aus mit den ganzen Skins. Link dazu in der Beschreibung, einfach downloaden und ihr dürft den Ordner auch nicht entpacken. Ganz wichtig, nicht entpacken, dann funktioniert das nicht. Wir gehen dann jetzt auf Öffnen, dann gehen wir hier auf diesen Pfeil. Da wird sich jetzt nochmal was Kleineres hier öffnen, dann klicken wir hier drauf. Und dann gehen wir jetzt hier einfach nur noch auf Import. So, dann klicken wir jetzt hier auf Leon Valon in meinem Fall. Das ist nämlich dann der Leon Valon-Account, wo das Ganze reingeladen wird. Ja, wir werden dann jetzt hier einfach nur noch warten. Das Ganze müssten wir auch jetzt mit Apply bestätigen. Ich spule das Ganze jetzt auch gerade einfach ein klein bisschen vor. Wir sind jetzt aber auch schon fertig. Wir haben jetzt hier eingemoddetes Safe mit den ganzen Elite-Skins und allen Tarnungen und so weiter und so fort. Ich denke, die Profis hier unter uns, die kennen sich hiermit viel besser aus. Ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass das jetzt Elite-Skins sind. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, switchen wir dann jetzt einfach nur noch auf die PlayStation 4. Ihr müsst dann jetzt einfach euren USB-Stick nehmen und diesen dann ganz einfach an der PlayStation 4 anschließen. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, wechsle ich auf die PlayStation 4. Wir sind nun auf der PlayStation 4 und dann gehen wir in die Einstellungen. Wenn wir dann jetzt gleich in den Einstellungen angekommen sind, dann gehen wir jetzt hier auf Verwaltung der von Anwendung gespeicherten Daten. Dann gehen wir auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Da müssen wir jetzt einfach nur noch reingehen. Dann im System Speicher kopieren, dann auf Rainbow Six Siege. So, einfach reingehen, dann Save Data kopieren. Wenn da was kommt, für gilt für alle, einfach mit X bestätigen. So, was wir dann jetzt machen, ist ganz, ganz wichtig, damit ihr kein Permaban bekommt. Einfach Internet rausmachen. Ganz wichtig, Internet rausmachen. Ihr könnt sonst einen Permaban in Rainbow kassieren. Macht das bitte so, wie ich es euch hier zeige. Wir starten dann jetzt hier einfach nur noch Rainbow Six Siege. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr das Internet die ganze Zeit auslässt. Ich spule das Ganze hier auch gerade vor den Ladebildschirm. Ich will jetzt erstmal sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir in Rainbow Six Siege angekommen sind. Seid ihr dann nun in Rainbow Six Siege angekommen, dann werdet ihr sehen, das Spiel ist auf Englisch und ganz wichtig, immer noch das Internet auslassen. Ich zeige euch, wann ihr das Internet wieder anmachen dürft. So, das Spiel ist halt hier auf Englisch. Ihr bekommt auch die Trophäen bis
Platin. Ihr werdet wirklich eine Platin-Trophäe erhalten. Diese zeige ich euch noch, wie das auch so bleibt. Ist auf jeden Fall ziemlich einfach. Und ja, ich würde jetzt erstmal sagen, spule ich das Ganze hier auch wieder ein klein bisschen vor, weil das dauert ziemlich lange. Ihr habt dann jetzt auch gerade gesehen, ihr habt eine Platin-Trophäe erhalten. Wir schließen dann jetzt einfach nur noch die Anwendung. Wir bestätigen das jetzt mit OK. So, dann gehen wir jetzt nach oben auf die Einstellungen, auf Netzwerk mit dem Internet verbinden. Den Haken machen wir dann jetzt wieder rein. Internet ist jetzt wieder da. Dann gehen wir auf Trophäen. Hier jetzt einfach reingehen. Das dauert vielleicht ein klein bisschen. So, dann werdet ihr sehen, mit PlayStation Network synchronisieren. Das lasst ihr jetzt laden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn das hier fertig geladen hat. Es ist nun fertig geladen, dann geht ihr jetzt hier einmal nach oben und ihr werdet sehen, das Spiel Rainbow Six Siege ist auf 100% gespielt. Ja, das wäre es dann jetzt eigentlich auch schon gewesen. Was wir dann jetzt einfach nur noch machen müssen, ist wieder Rainbow Six Siege zu starten. Ich würde jetzt sagen, spule ich das Ganze jetzt hier komplett vor. Ich würde dann sagen, sehen wir uns gleich wieder in Rainbow Six Siege. Seid in Rainbow und ihr habt so eine Meldung, wie ich es gerade hatte, einfach mit X annehmen. Und ihr werdet auch sehen, das Spiel ist auf Englisch. Wenn wir jetzt aber nun auf Operator gehen und auf dann Verteidiger, dann müssen wir jetzt hier einfach nur noch reingehen. Und dann werdet ihr sehen, es sind Elite-Skins vorhanden. Der Mute ist da. Dann haben wir jetzt hier Puls. Und dann haben wir jetzt hier auch noch Jäger. Ihr müsst die anderen dann nur noch kaufen. Das ist leider so. Ihr müsst die dann einfach kaufen. Aber diese sind dann auch auf Elite. Es sind nicht alle auf Elite, da einige nicht Elite werden können. Korrigiert mich, wenn das jetzt falsch ist. Ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus. Aber ihr werdet ja auch sehen, die Angreifer sind auch alle auf Elite. Ihr müsst sie euch nur noch einmal kaufen. Das ist völlig normal. Ich will jetzt aber erstmal sagen, zeige ich euch jetzt hier nochmal ein paar Sachen. Es ist auf jeden Fall ziemlich nice. Wir haben hier auf jeden Fall auch vorhin noch das ein oder andere Pack geöffnet. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, bin ich raus. Ich hoffe, euch hat dieser Glitch gefallen und schreibt mir mal eure Meinung zu solchen Sachen in die Kommentare. Vielleicht können wir sowas öfter mal bringen. Mir hat das auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Lasst mir jetzt auf jeden Fall noch ein Like und ein Abo da. Schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Vielleicht kann man das halt wirklich mal öfter bringen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Bleibt gesund und ciao. Hey, ihr wollt in den Streams auch mal dabei sein? Dann kommt auf den Discord-Server von Newt. Ihr könnt mit anderen Mitgliedern schreiben, in den Sprachchannels Spaß haben und könnt auch mega krasse Emotes benutzen. Wenn ihr kommen wollt, dann gebt einfach Ausrufezeichen Discord in den Stream-Chat ein oder guckt in die Videobeschreibung. Viel Spaß noch am Stream und im Discord.